und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich etwas Salziges. Es geht weiter mit den salzigen Sachen. Und zwar heute für den Alltag und super schnell und einfach gemacht und natürlich auch gesund gibt es heute ein Dinkelvollkornbrot, das richtig einfach gemacht ist, ohne Aufgehzeit, aber trotzdem mit Hefe, super schnell zusammengemischt, total lecker. Und auch noch praktisch zum Einfrieren im Tiefkühler. So habt ihr immer ein paar Schnitten parat, wenn ihr nicht alles auf einmal schafft aufzuessen. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt. Und zwar habe ich hier einmal schon 500 Gramm Dinkelvollkornmehl abgewogen. Dann habe ich hier verschiedene Samen und Nüssen, zum Beispiel Chiasamen, Leinsamen, dann Sonnenblumenkerne oder Walnüsse, was ihr gerne habt. Sesam zum Beispiel, da macht ihr euch einfach einen Mix davon. Oder ihr könnt es auch weglassen, wenn ihr das natürlich nicht gerne habt. Dann brauchen wir natürlich ein bisschen Salz für den Geschmack. Dann ein Löffel Hefe. Dann brauchen wir lauwarmes Wasser. Immer ganz wichtig, wenn man mit Hefe arbeitet, dann geht es nämlich schneller. Die Hefe löst sich besser auf und der Teig lässt sich besser gehen dann. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Apfelessig. Und als allererstes gebe ich den Hefewürfel schon mal hier in mein Wasser rein, damit sich das schon mal in der Zwischenzeit gut auflösen kann. Und dann mache ich weiter mit den trockenen Zutaten. Da gebe ich hier meine Samen und Nüsse hinzu. Da gebe ich mal nicht alles hinzu. Ein bisschen lasse ich noch für die Deko dann oben drüber. Dann brauchen wir ein bisschen Salz. Und dann fange ich mal hier an, ein bisschen zu mischen. So, dann verrühre ich hier noch einmal die trockenen Zutaten miteinander. Und jetzt kommen die flüssigen Zutaten hinzu. Dann der Apfelessig. Dann verrühre ich das ganz gut, bis keine trockenen Stellen mehr übrig sind. Und so ist das Ganze jetzt schon gut genug. Jetzt stelle ich es kurz beiseite und bereite es in meine Kastenform zu. Und da habe ich jetzt Backpapier. Ganz wichtig, ich benutze Backpapier und fette das nicht ein oder so, wie mit Butter oder so, weil das könnte dann eben ranzig werden. Und da gibt es einen Trick, damit sich das Ganze gut an die Form anpasst, und zwar einfach das Backpapier zusammenknüllen. Und so kommt das Ganze jetzt in den Backofen, und zwar in den nicht vorgeheizten Backofen, also in den kalten Backofen. So hat dann nämlich der Teig nochmal mitzugehen, schön langsam, und die ganze Energie vom Backofen wird auch schön ausgenutzt, also richtig gut. Und da ich ja einen ganz normalen Backofen habe und ich möchte, dass das Brot richtig eine schöne knusprige Kruste erhält, habe ich noch einen Trick, und zwar gebe ich dann hier so eine ganz normale Keramikschüssel mit Wasser gefüllt in den Backofen. Unten auf dem Boden stelle ich die dann dazu. Dann dampft das ja ein bisschen aus sozusagen, das Wasser, und macht dann wirklich eine schöne knusprige Kruste. Wer natürlich irgendwie einen Steamer hat oder so eine Funktion für Brotbacken, der kann natürlich das benutzen, wenn das Brot dann so von oben so ein bisschen angesprüht wird. So, und nach einer Stunde Backzeit ungefähr ist das Brot dann auch schon fertig. Es ist super aufgegangen, wie man sehen kann. Es duftet herrlich, also einfach genial. Und es ist richtig ein Vollkornbrot, 100% Vollkornmehl. Nicht so wie im Laden, wo dann irgendwie nur ein paar Kerne oben drauf sind und das Brot dann gefärbt wird mit irgendeiner Melasse oder so, dass es dunkel aussieht und man eigentlich wieder sieht, als erste Zutat ist ja eigentlich wieder nur pures Weizenmehl drin und nichts mit Vollkorn. Und total günstig ist es auch noch, super schnell gemacht. Und das Coole ist, wenn ihr das nicht schafft, alles auf einmal zu essen, dann schneidet ihr euch das einfach
in Scheiben, tut sie portionsweise in einen Gefrierbeutel einfrieren und dann könnt ihr das einfach aus dem Tiefkühlfach rausnehmen, im Toaster auftauen und habt immer super leckeres, frisches Brot. Und das macht ihr am besten sofort, also sobald ihr das gebacken habt und das Brot ausgekühlt ist, dann gleich in Scheiben schneiden und gleich einfrieren. So habt ihr nämlich dann das frische Brot auch eingefroren und wenn ihr es natürlich rausnehmt, auch das frische Brot wieder parat. Ja, und das ist ein super, super guter Trick, wenn man nicht eine große Familie hat oder so und ich möchte, dass dann das Brot veraltet. Ja, also ich würde sagen, ihr müsst das unbedingt mal ausprobieren. Richtig lecker, schön fluffig und auf jeden Fall einen Versuch wert. Und immer frisches Brot zu Hause zu haben, ist doch super, super gut und auch noch super gesund. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich hier einen Daumen hoch gebt, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr auf meinen Blog geht, frojannik.com, dort findet ihr wie immer auch die ganzen Zutaten und Mengenangaben. Gerne freue ich mich auch immer über einen Kommentar von euch oder natürlich auch Fotos und das ist am besten, wenn ihr mir die schickt und zwar auf Instagram unter dem Hashtag frojannik oder @frojannik. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich werde das jetzt hier portionsweise mal einfrieren und natürlich auch ein bisschen was davon gleich vernaschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.